So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, heute ist ja wieder Donnerstag. Das bedeutet für mich, wenn alles gut läuft, es ist Bau- und Bastelspaß von Star Wars. Und zwar Star Wars, bau deinen R2-D2. Ausgabe 21 ist da. Perfekt. Aber nicht zu trotz, es sind ein paar Schrauben. Ein paar Rahmenprofile, das war's. Aber ich hoffe natürlich, weil wir ja noch was über haben, dass wir ein bisschen Bau- und Bastelspaß haben. Aber nichtsdestotrotz packe ich das Magazin natürlich jetzt erstmal aus. Wie gesagt, Bautütchen, ein paar Schrauben, ein größeres Plastikteil, ein größeres Alu-Gussteil. Und natürlich das Wichtigste, das Magazin. Und ihr kennt meine Videos. Wir blättern natürlich jetzt erstmal in das Magazin drin rum. Und freuen uns, wie viel Bau- und Bastelspaß wir haben. Aber dann kommt natürlich die wahre Prinzessin. Ja, das war noch Kultzeit, als die ersten drei Teile gemacht worden sind. Das sind noch die Waren, wie ich finde. Zwar Disney macht auch gute Teile, haben die gemacht. Auch gute Serien, jetzt die nächste nach. Es passt schon. So. Mini-Drohne schon. Jetzt kommen wir auf Seite 14 und 15. Letzte und vorletzte Seite. Eine Seite Bauteilchen, zweite Seite und letzte Seite Bau- und Bastelspaß. Das kann ja was geben. Brauchen wir das eigentlich alles, was wir hier drin haben? Ja, das sieht so aus. Also, ich packe das Tütchen 21 mal aus. Oh, zwei kleine Tütchen Schrauben. Perfekt. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir auch. Das ist nämlich hier oben. So wie es aussieht. Ja. Brauchen wir die Teilchen auch. Na, vorsichtig auspacken. Plastik. Aluguss. Okay, ihr habt es auch schon gehört. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem Bau- und Bastelspaß. Jetzt müssen wir natürlich Teile haben und ich habe die alle zusammengesteckt aus Spaß. Gehört natürlich nicht. Ah, das ist die Grundplatte. So. Die haben wir jetzt. Oder auch nicht. Dann kommt dieses Teil. Was wir ja schon etwas länger liegen haben. Bedeutet, es kommt hier rein. Wenn ich so liegen habe, kommt die Schräge nach hier hin. Perfekt. Dann kommt das Ganze fixiert und geschraubt. Obwohl, halt, nein, ist doch falsch. Dieses brauchen wir noch nicht. Dieses Teil ist abgebildet. Ist alles hier los? Bestimmt noch. So, dieses Teil brauchen wir, nämlich das kommt hier drauf. So. Alles mal noch was lose ist, wegtun. Fällt nur raus. So, dieses Teil. So da drauf. Jawohl. Haben wir. Jetzt werden die Bauteilchen hier verschraubt. Ja, in diese schwarze. Und da haben wir jetzt hier haben wir noch ein paar schwarze, graue. Die schwarzen noch da. Es sind dieselben wie eine Tütchen. Also fange ich damit an. Und zwar die erste Schraube hier rein.
und zieht und packt. So, und das Ganze wird jetzt komplett verschraubt. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Schön stramm, dass es schön stramm dran sitzt. Jawohl, perfekt. Weil damit befestigt ihr nämlich auch das blaue Plastik-Sichtteil. Aber auch nur die längeren Schrauben verwenden, nicht die kürzeren. Die würden, glaube ich, nicht so ziehen. Das ist schön stramm alles dran. Das ist mir das Wichtigste. Und ihr seht schon, heute wird es wahrscheinlich etwas länger dauern. Das heißt, es ist viel mehr Bau- und Bastelspaß da. So, jetzt muss ich eben mal hier rüberbeugen, da und da, weil wir haben nämlich zweimal hier. Das heißt, hier kommen auch noch Schrauben rein zu die Befestigung. Jetzt muss ich aber die Schrauben, das Tütchen aufmachen. Dafür ist es ja auch gedacht. Weil ich nicht eine zu wenig habe. Na, komm schon raus, jawohl. So, eine kommt jetzt noch da rein. Dann ist dieses alles verschraubt. So liegt das Teil. Jetzt brauchen wir das Graue. Hier ist es. Was noch komplett eingepackt ist, packen wir natürlich jetzt aus. So, so ist das Teil festgehalten, so kommt es dann da drauf. Alles klar. Ah, ja, so kommt es da drauf. Dann kommen die. Hey, die zweite Tütchen schrauben auch wieder mit die Mutter. Das heißt wieder Verrenkung pur. Ja, ich bin. So. Jetzt kommt dieses Stück von hier oben. Da ist jetzt was nicht in. Aha, die Schrauben sind von da. Hier ist das jetzt fest. So ist es verschraubt. Dann drehen wir das Ganze um. Ist das Blaue hier sichtbar? Und dieses Teil kommt jetzt hier drauf. So angeschraubt. Okay. Das bedeutet, da die Schrauben durch, hier oben die Muttern rein. Von unten die Schrauben. Beim ersten Mal geklappt. Wunderbar. Keine großartigen Verrenkungen. Zweite Schraube. So, so ist es. Das Teil jetzt ist
ist jetzt hier. So, jetzt müsste es eigentlich weitergehen, aber geht nicht weiter. Ich habe das hier natürlich schon reingelegt, von letztem Mal schon, weil im Prinzip kommt dieses Teil jetzt hier drauf. Ist auch da drauf. Na, wo sind die Löcher jetzt wieder? Wenn sie braucht, sind sie nicht da. So. So sieht das Teil jetzt aus. Das war es eigentlich, was wir jetzt verbauen sollten. Aber ich mache es nicht fest, nur dass es stabiler liegt, werde ich es jetzt drauf machen. Dieses Teil kommt dann eben hier noch dran. Aber dieses Teil müsste jetzt hier dran kommen. Genau, so war das. Habe ich irgendwo gesehen. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht dabei. Es ist auch keine Beschreibung dafür. Das bedeutet, kann man eine Schraubenkiste wieder zumachen, Schraubenzieher wegpacken, dieses Teil wegpacken. Und dies habe ich jetzt nur zusammengebaut, damit es eben besser liegt. Aber das ist nur ein Fuß, der ist ziemlich schwer. Also für... Es ist wirklich richtig Gewicht. Das muss man schon lassen. Aber nichtsdestotrotz, ihr Abonnenten da draußen oder ihr Nicht-Abonnenten, seid ihr auch an Ausgabe 21. Bauchspaß war heute ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz, ihr kennt ja, irgendwas Witziges von R2D2 ist immer unter dem Video verlinkt, sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir alles über den R2D2, wie weit seid ihr? Habt ihr auch schon Ausgabe 21, aber das Allerwichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.